Jo Leute, was geht ab am Start und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Wie ihr gerade schon sehen könnt, ich bin nicht in meinem Zimmer, sondern Leute, ihr seht schon, ich bin hier in Abu Dhabi am Start, Leute. Ihr habt wahrscheinlich gerade nichts gesehen, weil das Fenster überbelichtet ist. Aber so sieht das hier aus, Leute, richtig fresh. Ist auf jeden Fall übertrieben heiß. Ich glaube, wir haben irgendwie jeden Tag 40 bis 50 Grad, Leute. Aber das soll ja gar nicht das Thema des heutigen Videos sein. Und zwar bin ich heute mit dem Video nicht alleine. Der Max ist auch noch mit am Start. Hey, Leute, Crimex hier. Und wir haben coolerweise von Nintendo die neue Nintendo Switch zugeschickt bekommen. Und wir beide hatten halt irgendwie vor, so ein Mario Kart Video, so ein Battle zu machen. Aber dachten uns so, normal wäre es zu langweilig. Die Switch kann man einfach mitnehmen. Man kann überall zocken, wo man gerade Bock hat, weil die halt portable ist. Und da dachte ich mir, hol ich die mal mit nach Abu Dhabi und wir zocken jetzt einfach mal quasi ein kleines Battle, während ich am Strand bin und keine Ahnung wo chille. Wie das Battle ganz genau funktioniert, erkläre ich einfach kurz der Max und dann fangen wir auch schon direkt an. Hey Leute, Crimex hier und ich würde sagen, ich erkläre euch hier einfach an der Stelle mal die Regeln. Also jeder von uns wird einfach bei dem Pilz Cup die erste Strecke fahren und dann schauen wir einfach, wer die bessere Zeit hat. Ganz simpel, Leute, und deswegen gib ihm. Ich werde gewinnen. Ich spiele heute mit Luigi, Rennwagen, Retro-Reifen und einem Kleidschirm. Ich nehme hier auf jeden Fall mal diese Schildkröte und dann würde ich sagen, beginnt das Battle jetzt, Leute. Wir werden hier einfach mal auf der ersten Strecke schauen, wer schneller ist. Und das Geile ist natürlich hier, dass man mit der Nintendo Switch auch einfach unterwegs sein kann, wie der Wife jetzt eben in dem Fall, oder auch wie ich einfach zu Hause sein kann. Also das ist völlig egal, Leute, wo immer ihr auch seid und ihr habt Bock zu zocken, das könnt ihr immer machen, Leute. Ich würde sagen, ich laber hier nicht lang drum herum. Wir fangen direkt an. Okay, Leute, los geht's. Und da hat schon einer den Start verkackt. Ich werde jetzt hier... Das Ding ist ja, ich muss nicht Erster werden, sondern ich muss einfach nur die beste Zeit rausholen. Und ich habe schon so ein klein bisschen geübt, also ich denke mal, ich sollte ja schon was reißen. Ich meine, direkt hier Erster am Start, Leute. Los geht's. Oh, scheiße. Okay, so. Ich weiß nicht, ob Max viel das Game auch zockt, aber ich glaube nicht. Also ich denke mal, ich habe schon gute Chancen. Hier holen wir das Doppelding mit und haben es natürlich nicht geschafft. Was mache ich? Oh mein Gott, okay. Damit habe ich, glaube ich, schon verkackt, dass ich aufs Gras komme. Egal, Leute, Erster bin ich immer noch. Okay, auf dem ersten Platz sind wir auf jeden Fall schon mal. Wie die Zeit jetzt letztendlich bei Luca sein wird, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber ich werde jetzt hier einfach mal alles geben, so, und wir nehmen den Drift mit und natürlich hier schön, das doppelte Paket ist drin, meine Freunde. Die allererste Map, wenn man den Pilz auswählt, also die einfachste so. Ich denke mal, wir machen das Battle nochmal irgendwann, wenn wir uns ein bisschen mehr eingezockt haben. Aber jetzt einfach, okay, wir probieren das einfach. So eine Banane werfen wir auch noch schön nach hinten und... Oh, komm, nimm den Drift mit. Ja, Leute, ich liebe dieses Driften, Leute. Bei Mario Kart, das Driften ist so nice. Hier noch, oh nein, da kommt ein roter Panzer. Ja, und direkt. Leute, schaut euch das mal an, Mann. Und es kommt ein roter Panzer und dann kommt noch direkt ein blauer, nur weil ich Erster bin, Leute. Oh shit, Leute, ist nicht mehr lange. Boah, hier kam der mega Special Boost. So, wieder mit dem Schirm. Ich weiß nicht, ist eigentlich schlauer, mit dem Schirm weit zu fliegen? Gut, also wir sind auf jeden Fall immer noch auf dem ersten Platz, aber es geht ja um die Zeit, Leute. Es geht ja wirklich um die Zeit, weil hier Wife und ich möchten ja auf jeden Fall hier mal zeigen, wer hier der bessere Mario Kart-Spieler von uns beiden ist. Der Lukas war nämlich ganz fresh und hat behauptet, dass er der bessere sei, aber ich würde sagen, dem beweisen wir mal, dass es nicht so ist. Und boom, Leute, immer noch Erster mit richtig dickem Abstand. Und 3 von 3, also allerletzte Runde, ist ja schon am Start. So, hier dreimal Banane, schön hinlegen. Und natürlich wieder ein roter Panzer. Es kommt direkt wieder ein roter Panzer, ey. Nein, nein, nein. Ah, scheißegal. Leute, gönnt euch einfach mal, wie hart. Guck mal, ich habe fast den letzten jetzt wieder eingeholt. So, Bombe. Ich bin so dumm, warum schmeiße ich die vor mich? Okay, Leute, wir haben es gleich geschafft. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon auf der Zielgerade. Ey, da ist ein Helikopter. Seit wann gibt es Helikopter in Mario Kart? Nein. So eine Scheiße. Und da ist das Ziel, Leute. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Als Erster kriegt man die ganze Zeit auf die Kasse. Jetzt bin ich so klein, das ist so Zeitverschwendung. Oh mein Gott, Leute. Erste Runde fährt. Nice. Und wir sind im Ziel, Leute. Und jetzt, gönnt euch die Zeit. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, aber ich kann sie eh nicht schlagen. Das war's auf jeden Fall von der ersten Runde. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ihr Wife abgeschnitten hat, aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal die zweite Runde, Leute. So, Leute, ihr dürft jetzt dreimal raten, wer im Urlaub seine Lekra dabei hatte, aber kein Ladekabel. Ganz genau, das war ich. Das Ding ist halt, ich war im Urlaub und ich wollte dieses Bett noch in der Wüste oder so aufnehmen, aber meine Lekra ist leer gegangen und ich hatte kein Ladekabel dabei und ja. Das hat so Dinger, die können nur mir passieren, Alter. Aber gut, ich war gerade ein paar Pakete abholen, hier ein paar T-Shirts und so bestellt, Leute, und ich habe meine Switch dabei und dachte mir, okay, ich hau jetzt die letzte Runde noch raus
und ich werde Max zerstören. Wir wählen hier wieder Gardes ganz normal aus, 50 CCM. Wir spielen heute wieder mit Luigi. Er ist einfach der Heftigste. Hier die Standardsachen feiere ich eher am meisten. Das Ding, die Räder und den Schirm hinten. Und das allererste. Und ich würde sagen, let's go, Leute. Wir werden ihn hier zerstören. Es geht jetzt los. Wir müssen die Zeit wieder stoppen. Es geht los in 3, 2, 1. Und los geht's, Leute. Halt so. Und jetzt gibt's hier Rasur. Perfekt, Leute. Fängt ja schon mal gut an. Okay, so weit, so gut, Leute. Wir sind jetzt gleich auf der Zielgeraden. Wir sind gleich auf der Zielgeraden und wenn jetzt hier nicht noch ein kompletter Panzerhagel kommt und mich mit roten Raketen wegballert, dann haben wir es ins Ziel geschafft. Ja, Leute, fertig. Okay, Leute, jetzt bin ich fertig. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Wipe abgeschnitten hat. Ich bin natürlich trotzdem wieder Erster, Leute, aber das war richtig knapp. Ich bin echt mal gespannt, was für eine Zeit ich jetzt habe. So, Leute, das waren jetzt unsere Runden und ich bin jetzt echt gespannt. Das Ding ist, ich habe das Video jetzt extra von jemand anderem schneiden lassen, damit ich halt nicht sehe, wer jetzt gewonnen hat. Max, jetzt, by the way, auch hier live am Start. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Und okay, Leute, ich lese jetzt einfach mal die Ergebnisse vor. Ich habe die gerade bekommen. Erste Runde, also wir haben ja jeweils 2 Runden gemacht. Von der ersten Runde, ich habe 2 Minuten 54 gebraucht und okay. Max 3 Minuten 7. Da bin ich jetzt nicht. Also ich war auf jeden Fall extrem gut. Aber war ja, ist eigentlich schon knapp, ne? Egal, wir machen mal weiter. Zweite Runde. Zweite Runde ist richtig knapp geworden. Fuck, ich habe verloren in der zweiten Runde. Ich habe gebraucht 2 Minuten 57 Sekunden. Und du hast gebraucht 2 Minuten 53 Sekunden. Boah, da habe ich dich aber richtig rasiert. Ey. Ja, wahrscheinlich, Alter. 4 Sekunden hast du nur mehr. Ja, 4 Sekunden, das ist mega viel im Rennsport hier. Ja, Leute. Ja, ich würde sagen, das ist ein Unentschieden, oder? Ja, hat jeder einmal gewonnen. Das ist doch ein chilliges Ende, Leute. Kann man so lassen. Ich muss echt sagen, mal ein Like da. Wir haben das jetzt über einen so langen Zeitraum gemacht. Ich habe das ja, ich glaube, die erste Runde habe ich sogar noch in Abu Dhabi damals gemacht. Joe Lemmy saß da am Strand und so. Wir haben uns richtig Zeit gelassen, Leute. Ja, moin. Nee, aber auf jeden Fall richtig coole Sache, Leute. Vielleicht machen wir irgendwann noch so eine kleine Revanche, weil jetzt steht es gerade unentschieden. Wer weiß, vielleicht zukünftig, Leute. An der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an Nintendo, die uns ja dafür die Nintendo Switch gegeben haben, damit wir das halt zusammen zocken können und aufnehmen können. Auf jeden Fall mega fresh. Ich zock damit privat richtig viel gerade. Dieses 1-2 Switch, ne? Ist ja ein richtig geiles Partyspiel. So haben wir ja schon öfter bei Wave gespielt. Auf jeden Leute. Immer also wenn ihr eine Nintendo Switch habt, checkt das Spiel mal aus. Wie ist das 1-2 Switch oder 1-2 so, Switch, ja. Genau, heftig, Leute. Also ist auch jetzt nichts für Minderjährige, aber glaube ich auch ein ganz gutes Trinkspiel. Kann man auf jeden Fall. Jawohl, Digga, er rastet wieder aus. Nein, aber auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Wenn Freunde bei euch sind, checkt das auf jeden Fall mal aus und Leute, Nintendo Switch gönnen. Und dann würde ich sagen, Leute, das Battle ist entschieden. Jetzt war es mal unentschieden. Wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann noch eine Runde, keine Ahnung. Aber wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall auch mal bei Max am Kanal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und willst du noch irgendwas sagen? Ich hab dich verstanden. Halt Maul, ja, super, ja. Klar, Digga, ja. Haut rein, Leute, ciao. Lass mal ein Like da und Peace.